Ach, liebe Leute, herzlich willkommen bei dieser Bibelwahrheitsstunde. Wir sind einige Wochen weg gewesen. Der Grund ist, dass wir 3 Wochen in Südasien und Indien gewesen sind für eine Missionsreise. Es war eine gesegnete Zeit da und möchten den Herrn danken für die offene Türe und speziell für die paar hundert Seelen, die sich zu Jesus Christus bekehrt habe durch Glaube alleine an das vollbrachte Werk Jesu Christi am Kreuz, dass sie Sicherheit von ewiges Leben und Vergebung ihrer Sündenschuld bekommen habe. Und wir haben durch Gottes Gnade da auch angefangen können, um eine Arbeit anzufangen in Indien, Bibelinstitut in Indien. Und die Jungs werden da trainiert, um das Wort Gottes wieder weiterzugeben an ihre eigenen Leute. Thema für die erste Hälfte der Stunde ist Süchte. Wir sollen das besprechen anhand von 2 Bibelstellen, in Römer 12 und Epheser 6. Und das zweite Teil sollen wir besprechen über die Einfluss der Jesuiten im Ende 16., Anfang 17. Jahrhundert. Wir fangen an mit Süchte und möchte darin 2 Stellen lesen mit Ihnen. Die sind zu finden in Römer Kapitel 12 und Epheser Kapitel 6. Römer Kapitel 12, Vers 1 und Vers 2, um anzufangen. Ich ermahne euch, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebt zum Opfer, dass er lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen möget, welches da sei der gute, der wohlgefällige und der vollkommene Gottes Wille. Die zweite Stelle sollen wir nehmen aus Epheser, Kapitel 6, Vers 10 bis 12. Epheser, Kapitel 6, Vers 10. Zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an den Harnisch Gottes, dass ihr bestehen könnet gegen die listigen Anläufe des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Es gibt also 2 wichtige Punkte. Erstens, dass wir einen unsichtbaren Feind haben, die nicht mit Fleisch und Blut bekämpft werden kann, aber mit Gebet und Gottes Wort, die oft durch bestimmte Mittel in unserem Leben versucht, Einfluss zu bekommen. Aber es hat zu tun mit dem Körper eines Menschen. Deswegen sagt Römer Kapitel 12, dass das Opfer ist, was wir Gott anbieten können, unseren Leiber sind. Und die sollen lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sein. Das heißt, der Feind versucht, das Leib eines Christs, den Tempel des Heiligen Geistes, zu verschmutzen. Wir sollen sprechen über Süchte. Und Süchte sind oft verbunden mit die unsichtbare, dunkle, finstere Welt vom Fürst der Finsternis. Wenn ihr das Wort Sucht hört, denkt ihr vielleicht erstens an Alkohol, Drogen. Und das sind sicher die 2 meist bekannte und zerstörerische Süchte in unserer Gesellschaft. Aber es gibt viel, viel mehr Süchte, die Leute in der Sklaverei halten. Was ist eine Sucht? Eine Sucht ist einfach, wenn jemandem nachgibt in einen starken Wunsch oder Gewohnheit auf einen regelmäßigen Grund und er verliert seine Kontrolle. Die Süchte können so stark und zwingend werden, dass eine Person schlussendlich eine Sklave wird, die gebunden wird an eine bestimmte Sucht. Und diese Bindung macht diese Sucht als Wichtigste im Leben von einer Süchtigen.
es wird wichtiger als alles andere. Sie müssen es einfach haben oder tun. Und diese Gewohnheit nimmt alles von der Zeit von dieser Person, seine Gedanken, seine Energie, bis eigentlich, dass er ein Gott, dass es ein Gott wird für ihn. Schlussendlich nimmt alles in sein Leben eine zweite Stelle hinten diese Sucht. Diese Süchte können in verschiedene Art und Weise kommen. Sie können in Form von Drogen kommen, Alkohol, Sex, Pornografie, Stehlen, Spielen, Arbeit, Hobbys und eigentlich alles Mögliche, was dein Leben kontrollieren kann. Süchte kontrollieren die das Vernunft, die Wille und die Emotionen eines Persons. Die Seele eines Persons wird dann ein gebunden als eine Sklave an etwas. Ich möchte ein paar Dinge besprechen, die Ursache besprechen und vor allem das geistliche Element in dieser Sucht und schlussendlich die Lösung. Die Ursache, um anzufangen. Manche Drogen sind so stark, dass sie eine Gewohnheit formieren im Leben des Süchtigen. Jeder, der diese Drogen nimmt für eine bestimmte Zeit, wird irgendwann mal süchtig. Natürlich kann es einen Unterschied geben in Zeit und Menge, die eine bestimmte individuelle Person braucht, aber das Endresultat ist genau das Gleiche. Es gibt auch wenig versklavende Drogen, aber noch immer gefährliche Drogen. Neben Alkohol, das auch einen verschiedenen Einfluss hat auf Leute. Wir wissen, dass bestimmte Leute ein wenig Widerstand haben gegen bestimmte Drogen im Vergleich mit anderen. Zum Beispiel, es gibt Leute, die, wenn sie ganz wenig von etwas gebrauchen, schon Zeichen von Sucht offenbaren. Weil andere viele Male mehr das Gleiche nehmen können und einfach aufhören können, wenn sie wollen. Warum ist das? Es gibt viele verschiedene Meinungen über diese Süchte. Es gibt Spekulationen über genetische, psychologische und auch mentale Faktoren, die beitragen können an diese Unterschiede. Eine genetische Tendenz bezüglich Sucht ist zu finden in Vererbung von unseren Vorfahren. Ähnliche Chemie im Körper kann auch bestimmte genetische Linien bei bestimmten Gruppen Leute oder Rasse mehr empfindlich machen zu einer Sucht als anderen. Zum Beispiel, man hat immer die Geschichte gehört von amerikanischen Indianern, die nicht das Feuerwasser oder Alkohol hantieren können. Und dass irgendwo die Leber bei einer bestimmten Gruppe Leute mehr attackiert oder mehr Einfluss hat als bei anderen. Es gibt Beweis, dass verschiedene Gruppen Leute oder Rassen verschiedene Kennzeichen und Reaktionen haben zu Alkohol oder Drogen. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber es gibt da in sich eine bestimmte Tendenz zu unterscheiden. Dann gibt es diesen Körperchemie, die auch unterschiedlich sein kann innerhalb von der gleichen Gruppe oder Familie. Und es kommt zur Toleranz für bestimmte Drogen oder nicht. Du kannst auch in einer Familie sehen, dass bestimmte Brüder oder Schwestern eine andere Toleranz haben für spezifische Typen von Alkohol. Es kann sein, dass diese Dinge vererbt worden sind von Vätern, Eltern, Vorfahren. Eine Person kann vielleicht Bier in großer Menge trinken, andere haben eine tiefe Toleranz für Whisky, andere haben wieder eine hohe Toleranz für Whisky. Und das könnte auch gleich sein in Beziehung zu verschiedenen Arten von Drogen.
Aber schlussendlich kommen wir zum Punkt, das, was du in deinem Körper steckst, muss auch von deinem Körper verarbeitet werden. Von deiner Körperchemie verarbeitet werden. Ob es nun durch den Mund kommt, zur Lunge kommt, Blut kommt, das macht nicht so viel aus. Wenn ein bestimmtes Körper nicht diese Substanz gut hantieren kann, fängt das Problem an. Die Chemie des Leibs hat Einfluss auf das Gehirn. Und das kann auch erklären, warum es emotionelle und mentale Süchte gibt. Es gibt viele Möglichkeiten und verschiedene Aspekte, die verbunden sind mit der Ursache von Süchte. Es gibt noch mehr Unterschiede unter verschiedenen Leuten. Aber das macht eigentlich nichts aus. Der Grundgedanke ist folgender. Nimm nicht teil und du kannst niemals an Drogen versklavt werden, unabhängig, was deine Schwache ist. Auf der anderen Seite, wenn du weitergehst, um Drogen oder Alkohol zu gebrauchen, sollst du schlussendlich versklavt werden und deine Gesundheit zerstören. Leute sagen oft, ich kenne nicht das, die so weit, das will niemals bei mir passieren. Aber sie fangen an und es passiert. Es fängt immer an mit ein wenig. Viele Alkoholiker starten mit ein Bier, zwei Bier, fünf Bier, zehn Bier und später gehen sie zu den harten Getränken, 20, 30, 40, 50% Alkohol. Gleichzeitig sehen wir das Gleiche bei diesen Drogensüchtigen, die oft anfangen mit einer Zigarette, dann ein, zwei Joints, bisschen Marihuana, dann ein bisschen Spaß, Kokain einmal probieren, ein paar Tabletten nehmen. Schlussendlich sind sie auf Crack-Kokain und dann sind sie auf die harte Droge. Bingo, du bist verschlaft. Und dann was? Dann sagst du, es ist zu spät. Ich bin schon süchtig, ich kann nicht stoppen. Doch, du kannst stoppen. Aber wahrscheinlich nicht nur bei dir selber aus eigener Kraft. Unabhängig, was die Ursache ist von einer besonderen Sucht, du brauchst Hilfe. In vielen Fällen brauchst du mehr Hilfe als die Gesellschaft oder die Menschen dir geben können. Du brauchst geistliche Hilfe, um permanent bleibend dein Problem zu lösen. Und da kommen wir beim zweiten Punkt, das geistliche Element in Sucht. Es gibt viel mehr bei Sucht, als dass du denkst im ersten Überblick. Es gibt einen sehr wichtigen Faktor, das ist das geistliche Element bei Süchte und das geistliche Element ist das, worin wir uns heute auf konzentrieren möchten. Warum ist das geistliche Element so wichtig? Weil ich nun selber mehr als 27 Jahre als Christ auf der Straße tätig bin und viele Süchtige begegnet habe, auf alle Art und Weise kann ich ruhig sagen, dass es eine geistliche Änderung braucht, neben Programme, Methoden, die dann nicht mehr gehen. Das heißt, Jesus hat bewiesen, die beste permanente Lösung zu sein. Warum ist das? Weil es gibt Geister, unreine Geister, die verbunden sind mit Drogen, Alkohol oder andere süchtige Elemente. Die Mächte der Finsternis nützen die Schwäche des Fleisches. Die meisten Leute wissen nicht, dass das Wort Pharmazie, Drogerie, wo man legal Drogen bekommt, oder pharmazeutisch von einem griechischen Wort ist, verbunden ist mit der Praxis von Hexerei und Zauberei. Das griechische Wort für Zauberei bedeutet buchstäblich Droge. Drogensucht ist ein bekanntes Element in der Praxis von Hexerei, Zauberei und Teufelanbetung. Deswegen gibt es einen geistlichen Link dazu. Wenn du experimentiert und nützt Droge oder Alkohol, dann stellst du dich unter einen Einfluss eines Geisterwelt und die Mächte der Finsternis nach Epheser Kapitel 6, 10 bis Vers 12. Du kannst buchstäblich der Tür öffnen für unreine Geister, um in deinem Körper reinzukommen und um dich in bestimmte Art und Weise zu kontrollieren.
Die meisten haben sicher einiges gemacht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen, die sie normalerweise niemals tun sollten ohne diese Substanz. Das ist nicht nur meine Meinung. Du bist einfach zu schwach und dein Urteilsvermögen ist einfach geändert durch Einflüsse von außen. Wenn du das geistige Teil des Problems korrigierst, musst du geistige Änderungen machen. Ich habe selber mehr als 27 Jahre Erfahrung mit Drogensüchtigen und ich kann versprechen, dass wenn du einmal versklavt bist, es die Arbeit des Heiligen Geistes braucht, um dich permanent von diesem Müll wegzuholen und davon wegzubleiben. Du kannst sicher Meetings und Programme besuchen, die am Anfang eine Hilfe sein können, aber du kannst niemals definitiv die Sucht hinter dich lassen, bis du und die Gemeinschaft mit Süchtigen aufgeben, bis du Jesus Christus aufgenommen hast. Heilige Schrift. Die Lösung ist folgendes. Wenn du irgendwann mal bleibenden Sieg haben möchtest über eine Sucht, ist der erste Schritt, um errettet zu werden, selig zu werden, durch Glaube allein an das Blut von Jesus Christus. Dann, wenn der Heilige Geist Gottes in dir wohnt, kannst du anfangen, ein neues Leben mit, ohne diesen Drogensubstanz, ohne diese Orte und Plätze, die dich immer kaputt gemacht haben. Wenn du schon errettet bist und noch immer in einer Suchtkondition bist, Zustand bist, brauchst du Buße zu tun und dein Leben nochmals den Herrn Jesus Christus hinzugeben und ihm alles zu übergeben. Ist die Frage, wenn du errettet bist, garantiert dir das eine Heilung? Nein, nicht immer. Es gibt dir die Kraft durch den Heiligen Geist und die Fähigkeit, um Sieg zu bekommen über deine Sucht. Aber du musst dein Teil tun. Viele Christen empfangen niemals vollkommenen Sieg über ihre Sucht, weil sie aber niemals alles den Herrn Jesus Christus übergeben. Du sollst vollkommen dich wegziehen von diesen Substanz, diesen Leuten, diesen Orten, die dich versuchen. Weil wenn du damit verbunden bleibst, bleibt diese Substanz auch noch immer vorne in deinen Gedanken. Wenn all diese physischen Versuchungen erweitert sind, dann kann der Heilige Geist deine Vernunft anfangen zu heilen und also dein Leib anfangen zu heilen, dass es nicht mehr diese Substanz braucht. Das wird nicht einfach sein. Du sollst dich vollkommen untertauchen mit Gottes Wort, die Heilige Schrift von Luther, und eine nahe Beziehung mit Jesus anfangen und ein gesundes Gebetsleben entwickeln. Du brauchst daneben eine bibelgläubige, seelengewinnende Gemeinde zu finden und darin involviert zu werden und beschäftigt zu bleiben in dieser Gemeinde. Du sollst herausfinden, dass den Herrn zu dienen und dich verbinden mit göttlichen Leuten, es hilft in deinem Verstand, um diese emotionale und physische Bedürfnisse, die dein Körper fühlt, für diese Substanz langsam aber sicher loszuwerden. Und das neue Leben, was dann in dir durch Jesus Christus anfängt, macht dich viel besser. Zu denken über dich selber gibt sich mehr Vertrauen, als du dich vorstellen kannst. Aber denke immer, der Herr Jesus kann dir nur helfen, dein Problem zu lösen und dich die größte Freude geben, die du mal gehabt hast, wenn du wirklich ihm alles übergibst und seine Wille sucht in dein Leben jeden Tag. Ich weiß, es wirkt, weil ich bin da gewesen und der Herr hat mich mehr als 27 Jahre zu sich gehalten, wenn ich ihm alles übergebe und vertraue habe. Wenn du noch versklavt bist und schon errettet bist, brauchst du Buße zu tun und dich neu den Herrn hinzugeben. Wenn du noch unerrettet bist, sollst du nun errettet werden. Jesus sagt, ihr müsstet von neuem geboren werden. Johannes 3, Vers 7, die Bibel sagt,
Heute ist der Tag der Erlösung, 2. Korinther 6, Vers 2. Wenn du noch nicht absolut sicher bist, dass du errettet bist, sollst du davon dich heute sicher machen, bevor diese Radio-Aussendung beendet. Komm, wie du bist, komm wie ein Sünder und sag einfach, Herr Jesus, ich weiß, ich habe gegen dich gesündigt. Sondern komm mit einem bußfertiges Herz und sag, Herr Jesus, Beste, wie ich weiß, zu kommen, komme ich zu dir. Ich bekehre mich von meiner Gerechtigkeit und möchte deine Gerechtigkeit, dein Sohn Jesus Christus alleine vertrauen für die Rettung meiner Seele. Und zuständig komm, um Jesus Christus aus deinem persönlichen Herrn und Herr aufzunehmen. Herr, kannst du sagen, ich glaube in meinem Herzen, dass du für mich am Kreuz gegangen bist und meine Sünden bezahlt mit deinem Blut. Nun möchte ich dich bitten, mein Herz zu kommen und allein dich zu vertrauen für die Rettung von meiner Seele. Bitte rette meine Seele von der Hölle und schenke bitte das ewige Leben aufgrund von Glauben allein an deinen Sohn. Danke, dass du mich errettet hast, Herr Jesus. Amen. Wenn du dieses von ganzem Herz glaubst und mit deinem Munde bekennst, der Römer 10, Vers 9 und 10, so wirst du selig. Dann kommt der Heilige Geist in dir, wirst du geistig beschnitten und wirst du getauft mit dem Heiligen Geist im Leibe von Jesus Christus. Und das nochmals ist das Allerwichtigste, was du mit deinem Leben tun kannst. Das ist das, was jeder braucht zu tun, irgendwann in seinem Leben. Und wenn du sagst, ich habe das noch nie getan, ist meine Frage, was hindert dich, das heute zu tun? Siehe, heute ist der Tag der Erlösung. Heute ist der Tag des Heils. Tu es noch heute, bevor wir diese Sendung beenden.